Jo, hallo Leute und willkommen beim nächsten Part von Feel the Snow. Wie jedes Mal natürlich vielen Dank, dass ihr auch wieder bei dem nächsten Part dabei seid. Und heute hoffe ich tatsächlich, dass wir mit der Quest weitermachen können, auch wenn ich keine Ahnung habe, was ich dafür machen muss. Ich habe mir allerdings davor eine Sache vorgenommen, und zwar will ich unbedingt mit dem Ice Drill mich einmal unter das Wasser drillen und da möglicherweise einen Fisch fangen, da einfach gekochte Nahrung so viel bessere Stats gibt, dass es einfach nur so wirklich wert ist. Gleich wieder hier die neuen Samenpflanzen. Ich glaube, ich muss tatsächlich ein oder zwei davon immer in einem Status lassen, dass da neue Samen kommen können. Das wird es viel einfacher machen. Okay, ich brauche jetzt erst einmal Stein. Stein, 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 Stein. Stein, da ist ein bisschen Stein. Und das ist der Hotkey. So, muss mich erstmal wieder kurz an die Steuerung gewöhnen. Einmal Stein. Zweimal Stein. Und Preisfrage, braucht man dann eine Angel oder kann ich das dann einfach irgendwie töten? Ich sehe jetzt schon, dass ich dann irgendwie eine Angel brauche. Ich probiere das jetzt trotzdem einfach mal. Learning by doing. So. Da, 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 da. Ice Drill. Ich habe einen Ice Drill. Und wo haben wir Eiswasser? Um die Basis rum. Alles klar. Um unser Settlement. Wow, hier werden einige Steine. Ich glaube, ich nehme beim Rückweg tatsächlich gleich einige mit. So, Ice Drill, Ice Drill, Ice Drill. Und drillen. Okay, jetzt habe ich hier ein Loch. Wow. Okay, ich brauche dafür eine Angel. Ich dachte es mir zwar fast, aber ich habe irgendwie gehofft, dass es trotzdem ohne geht. Naja, da muss ich mir halt nochmal einen von diesen Birdies jagen. Da die mit Marshmallows, glaube ich, auch relativ viele Ressourcen gaben, oder? Was waren das? Fish and Jelly, Fish and Cream Sauce, Gulasch with Sauce. Raw Meat und Marshmallow. Ja, genau. Das brauche ich dann natürlich. So. Dementsprechend. Was zur Hölle ist das da? Ich war da zwar schon mal, weil es mir angezeigt wird, aber ich habe keine Ahnung, was das ist. Und ich sehe es nicht, weil der Baum davor ist. Los, Baum, verschwinde! Nutzlose Natur. Hm. Anscheinend nichts, mit dem ich interagieren könnte. Alles klar. Ein Obelisk einfach nur. So, ich muss jetzt halt irgendwie Richtung Küste. Und ein bisschen Essen mitnehmen, weil solange ich nichts habe, um meinen Hunger krass zu stillen, muss ich mich eben damit über Wasser halten. Und irgendwie hier weder das eine noch das andere. So. Jetzt bewegen wir uns mal weiter an der Küste. Vielleicht einen von diesen Viechern töten. Vielleicht haben die auch... Ich weiß nicht, habe ich schon einen davon... Wow, wow, wow. Ich glaube, jetzt habe ich die Mutti-Aggro gemacht. Wow. Irgendwie, ich glaube, diese Charge-Attacke sollte mich nicht treffen. Das ist nicht so gut. Au. Au, okay. What the... Oh mein Gott, macht das Viech viel Schaden. Gut, dass ich meinen Hip-Hot auf einem Hotkey habe. So. Nein. Oh mein Gott, ich stelle mich gerade schon wieder an. So, nochmal ein Hier-Dingens nehmen, dodgen und jetzt dann doch mit dem Schwert. Wow. Boah, was halten die denn aus? Oh mein Gott. Nie mit der Mutti anlegen, immer nur mit den Kleinen. Yes, ich hab's. Was bringt mir das jetzt? Wolle. Toll. Ich habe mein Leben gerade für Wolle riskiert. Wirklich? Für Wolle. Wirklich? Wirklich? Okay, okay, okay. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo das Ding kommt. Ich habe mir meinen letzten Part tatsächlich nochmal kurz angeschaut. Und die einzige Info, wo ich da bekomme, ist Küste. Ja, toll. Ich gehe hier die ganze Zeit an der Küste entlang, aber... Das ist relativ mager, was ich hier sehe. Vielleicht in dem non-snowy Gebiet hier.
Nee, das geht nicht bis zur Küste. Wow! Okay, okay, Problem solved. Aber die sind jetzt ehrlich gesagt zu schnell und das sind drei. Au, oh mein Gott, machen die einen Schaden. Au. Nicht sterben. Klauen und flieh, flieh, flieh. Ich bin gestorben. Wow. Respawn. Stop creeping into my house. Ja, das würde ich tatsächlich auch gerne lassen, hierher zu kommen, Opi. Ich check's gerade nicht ganz, warum ich die Wall ausgewählt hatte, aber hätte nichts daran geändert, dass ich gestorben wäre an der Stelle. Okay, ich habe jetzt auf alle Fälle ein Ei von diesen Viechern. Ich glaube, das ist mein zweiter Tod, oder? Korrigiert mich, zweiter Tod, dritter Tod, zweiter Tod. Ich meine, ich sterbe doch nicht oft in solchen Spielen. Hust, BO3, Hust. Okay. Ich bringe jetzt das Ei zurück und dann... Gute Frage, was dann? Ich habe in meinem Haus immer noch keine Feuerstelle, dementsprechend müsste ich fast draußen bleiben und ein paar von den Viechern töten. Einfach nur, dass möglicherweise mal wieder was Sinnvolles droppt von Rezepten her. So, essen wir noch ein Candy Crane. Dum, 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 dum. Vielleicht, wenn ich die Candle bekomme, wird es ein bisschen beleuchteter. Dazu bräuchte ich nur diesen Muskus von diesen Viechern hier. Wow, ich mache so viel Schaden. Und ein Rezept, das ich nicht aufheben kann, weil mein Inventory voll ist. So. Tauschen wir kurz. Lampe! Das kommt jetzt tatsächlich wie gerufen. Lampe, 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 Lampe. Wo ist denn die Lampe? Ist das nicht hier? Ist das Tools? Lamp, Tatsache. Candle und Federn. Okay, geben wir mal die Quest an. Wasn't it easy? Nein, ich bin dabei gestorben. Böse Hexe. There we go. Thank you, little friend. Da machen wir das. Danke dir, mein kleiner Freund. Aber du kannst jetzt gehen. Warte. Was meinst du? Was ist mit den Albträumen? Ich muss meine Freunde finden. Ah, diese nervigen Dinge. Frankly, I have no idea. Ich habe keine Ahnung, was Frankly heißt, aber I have no idea. Ich habe keinen Plan. Und ich habe ihr jetzt halt wirklich... This spell will keep them away from my home. I'm not going anywhere. After everything I did, you have to help me find them. Ich habe geholfen, sie hat jetzt ein Spell, dass die Viecher zu ihr nicht mehr kommen, aber sie will mir nicht helfen. For goodness sake, cool it. I don't want melting on my nice clean floor. Okay, also sie will nicht, dass ich auf diesem Boden dahin schmelze, was witzig ist, weil ich eine Schneekreatur bin. Haha. Great Slime, it has something of yours. Also einen großen Slime King oder sowas. Und das sind irgendwelche Spuren anscheinend, die relativ offensichtlich sein sollten. Wow, ich bekomme nicht mal einen Tipp, außer große Schleimspuren, die wo irgendwo hinführen. Alles klar. Danke für den super tollen Tipp. Danke, wirklich, wirklich vielen Dank. Danke. Danke. Hey Lisa, willst du mitlachen? Wir haben noch Platz für dich. Und wow, wie unlucky. Ich habe einen Abonnenten dazu bekommen. Super, dass ich das nicht ausgestellt habe, während ich aufnehme. Sorry dafür. Aber gut, wir machen jetzt halt einfach hier weiter, wie wenn nichts passiert wäre. Und ich habe mein Haus schon wieder nicht gefunden. Ich muss hier echt Schilder platzieren. Ich finde ja gar nirgends mehr hin. Ich bin echt unfähig, wenn es ums Manövrieren geht. So. Also, ich crafte mir jetzt ein zweites Schwert, weil ich keinen Bock habe, gegen die Viecher nochmal zu sterben, indem meine Axt mittendrin einfach mal kaputt geht. Und Brustrüstung habe ich noch. Schwert habe ich. Ich bin versorgt. Eigentlich muss ich gar nichts in die Truhe legen, sondern nur mein neues Schwert schon mal als Hotkey reinhauen. Und perfekt. Hallo, Viecher? Da. Es beginnt. Meine Albträume werden wieder Realität. Ich habe keine Ahnung, ob da später noch stärkere spawnen oder... Vielleicht geht das alle 10 Tage oder so hoch. Oh mein Gott, mein Hunger ist schon wieder auf Null. Oh, je, je. Es ist so viel gleichzeitig zu tun in diesem Spiel. Das macht mich wahnsinnig. Und da ist das erste Schwert kaputt gegangen. Gut, dass eine gewisse Person mitgedacht hat und gleich das nächste Schwert gecraftet hat. Oder? Oder? Hey, ihr könnt mich auch mal loben. Sonst werde ich immer nur geflamed, wenn ich im BO3 sterbe.
Okay. Töte ich den? Nee, nee, den lasse ich gerade leben. Ich suche gerade nebenbei, während ich von diesen Nightmares rumlaufe, nicht die Spur, sondern eine von diesen Kukuruku-Viechern da, die Morsel droppen, weil ich brauche dieses Fleisch. Wenn ich da jetzt reingehe, geht das zu und es spawnen Gegner? Das sieht so nach einer extrem offensichtlichen Falle aus. Aber richtig offensichtlich. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl dabei. Ein ganz schlechtes Gefühl. Small Mana Potion und Fishing Rod. Yes, genau das, was ich von vorhin noch gebraucht hätte. Und, was habe ich gerade bekommen? Irgendwas habe ich gerade bekommen. Ich glaube Candy Corns, oder? Könnte das sein? Fireplace, bitte sag mir, dass das für mein Haus ist. Yes, Fireplace, ich kann meinen Firehaus, also ich kann endlich Licht in meiner Basis machen. Zum Grillen und allem. Ja, das ist richtig geil. Diese Nacht war jetzt richtig erfolgreich. So, dann hole ich mir gleich mal hier ein paar Steinchen mit. Ey, das ist schlimm bei diesem Spiel. Permanent hast du irgendeinen Plan, dass du was machen willst. Und in dem Moment, wo du das anfangen willst, bekommst du 10 neue Ideen für Sachen, die du machen könntest. Wooden Table, alles klar, den will ich auch noch craften. Steine einsammeln und Steine einsammeln und wieder kämpfen. Ist eh gleich wieder Tag. So, viel zu tun. Komm nicht vorwärts. Baked Ham, okay, das hört sich lecker an. Baked Ham braucht... Oh, die beiden einfachen Sachen und 75 Hungerpunkte. Ich glaube tatsächlich, dass ich in naher Zukunft... What the fuck? Ich habe irgendein Toy collected. Und da ist wieder so ein... Ich bin komplett verwirrt, wenn ich ehrlich bin. Was bringen mir Toys? Ich habe keine Ahnung. Also absolut keinen Plan, was Toys bringen. Ist das vielleicht einfach nur irgendwie so ein Collectible-Dingens, was nebenbei prockt? Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung und ich habe irgendwie eine Befürchtung, dass ich das erst ganz spät im Spiel lernen werde. Okay, Fishing Rod gelernt. Ich brauche gerade Stein. Stein und ein Fleisch. So, Stein, Stein, Stein. Stein, 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 Stein. Stein, 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 Stein und meine Pickaxe ist bald kaputt. Das ist schlecht. Okay, da oben ist dann noch der Schatz. Ich bin gerade nicht in den Bereich gegangen, wo ich gesagt habe, dass da eine Falle ist, oder? Meine Güte, ey, dieses Spiel überfordert mich einfach grenzenlos. Wow, Beispitzhacke, war schön mit dir. So, Skills Level up und ich kann einmal die Falle skillen. Das ist jetzt tatsächlich nice. Ja, schieben wir einfach mal das dahin. Brauche ich dafür irgendwas? Nein, ich kann einfach für einmal Mana die Trap legen, ohne dass ich dafür Ressourcen aufopfern muss. Geil. So, ich probiere das jetzt einfach. Was passiert hier? Abbauen? Mit dem Hammer kaputt machen? 5? Nix? Hallo? Irgendwas? Interagiere mit dem Zeug hier. Vielleicht draufschießen? Was mit ihr? Drauf zerschlagen? Vasen wie in Zelda. Ha! Yay, alles kaputt gemacht. Ich bin ein Genie und ich habe 10 Arrows dafür bekommen. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte nichts Besseres erwartet. Ich hätte jetzt doch irgendwie was Episches erwartet, aber kleine Ziele, dann wird man auch in diesem Spiel nicht enttäuscht. So, Pickaxe. Ich will auf alle Fälle dann auch bald mal wieder einen Tag einlegen, wo ich nur meine Base verbessere, dass ich endlich mal die ganzen Büsche hier einsammle, dass ich um meine Base halt alle Ressourcen hier zum Anbauen habe, außer eben Stein. So, ich brauche jetzt noch, also den Chocolate Floor schmeiße ich mal weg. Jetzt will ich bloß noch eins von diesen Gubbel-Gubbel-Viechern. Ey, die waren doch am Anfang nicht so selten, die waren sogar direkt neben meiner Base. Ich laufe mal hier in den Bereich, den ich noch nicht entdeckt habe. Vielleicht sind da noch welche. Da! Wie aufs Wort. Braves Viech. Jetzt musst du nur noch ganz schnell sterben, ohne mich zu töten. Okay, fast. 1, 2, 3, 4 und... Shit. Ha! Perfekt. Ich habe das Fleisch. Ich kann einmal meinen Hunger jetzt... Oh mein Gott, ein zweites. Ich muss es auch jagen. Kann nicht widerstehen. Muss jagen. Oh mein Gott, es läuft weg. Und Feuer. Jetzt hätte ich gern noch einmal mehr Mana, dass ich die Trap legen kann, weil es mich extrem interessieren würde, wie gut diese Trap ist.
Wow, Bogenschütze ist aber gegen die Viecher relativ stark, fällt mir gerade auf. Und ich habe Fleisch bekommen. Fleisch, 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 Fleisch. Oh mein Gott, da ist noch ein... Ich kann einfach nicht nein sagen, wenn die Viecher schon so in meine Schussbahn springen. So, legen wir mal eine Trap hin. Ah, macht ein bisschen Schaden. Nein, falsche Richtung. So. Ach, die macht öfters Schaden und hält die Gegner relativ lange fest. Wow, ich glaube, das braucht jetzt nur noch 2-3 Schläge, oder? 2, 3, 4, 5, 6. Ja, ich war nah dran. Fast. Oh mein Gott, da ist noch eins, aber ich muss jetzt erstmal das alte kochen. So viel zu tun, so viel zu tun. So. Dum, 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 dum. Ich koche jetzt halt erst einmal mit Hilfe des Fireplaces eins davon. Was braucht mein Fireplace? Ich habe alle Mats für den Fireplace. Nice, meine Bude wird gleich ein bisschen gemütlicher. Und mit ein bisschen meine ich extrem viel gemütlicher. Fireplace. Dum, 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 dum. Ich habe einen Fireplace. Und... schön in die Ecke. Wo will ich denn mein Bett platzieren? Ich weiß es noch gar nicht. Ich glaube, ich platziere den fürs erste Mal hier. Oh, schön. Und da ist ein Eismonster. Ob die meine Base attacken können? Ich habe Angst. So. Requires Cauldron. Was ist ein Cauldron? Achso, Kessel. Hatten wir schon mal. Oh, Mann, Mann, Mann. Jetzt brauche ich noch einen Kessel. Was die alles von mir erwarten. Aber ich habe die Mets dafür. Gut, dass ich mehr Steine gefarmt habe. Ich dachte tatsächlich, dass das Feuer reicht. So, Feuer und Kessel können wir relativ nebeneinander stehen. Ich crafte jetzt einmal Baked Ham und esse das jetzt gleich mal. Boah, endlich keine Hungerprobleme mehr. Wie das kleine Icon hier so richtig schön fett wird. Voll niedlich. Okay. Craft, Housing... Chest. Genau das will ich. Es sieht nämlich nicht so aus, als würden meine Items hier irgendwann schlecht werden. Dementsprechend kann ich wahrscheinlich all mein Essenszeug auch einfach hierhin platzieren. Das heißt, meine überschüssigen Stacks davon werden jetzt einfach hierhin mal platziert. Also alles Konsumierbare möchte ich in die Truhe tun und alles, was ich fürs Housing brauche und so, wird dann hier rein. Getan. Dementsprechend gehört ihr noch darüber. Dich esse ich, damit es weg ist. Mitnehmen, mitnehmen. Mein Eskimo, aka Eis am Stiel, nehme ich auch mit. Und alles hier reinschmeißen. Boah, habe ich viele Essensdinge und Zeug. Okay. Das mittlere Ding hat tatsächlich schon wieder Seeds an sich. Dementsprechend sammle ich die gleich mal ein. Ich warte jetzt mal noch ein bisschen, ob... Verdammt, das wollte ich gar nicht. Ob die mehrmals Seeds abwerfen, weil dann würde ich mir hier gerne ein Beet machen. Dann könnte ich das nämlich ein bisschen besser unter Kontrolle halten. So. Das Fleisch brauche ich tatsächlich auch nicht an der Stelle. Und ich hätte jetzt halt hier gerne Licht. Beleuchte die Nacht. Oh, es ist noch gar nicht Nacht. Beleuchte das nicht Nacht. So. Dum, 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 dum. Ich will ein Bett. Was brauche ich für ein Bett? Cloth. Was brauche ich für Cloth? Dreimal wohl. Dreimal? Ernsthaft? Oh mein Gott. Crafte ich noch ein paar Arrows, dann kann ich mich da noch einmal auf die Jagd machen nach unten. Wenn ich jetzt nach da unten laufe, was ist sinnvoll mitzunehmen? Dich will ich kurz essen. Also. Eine Säge brauche ich eigentlich so gut wie nicht und einen Hammer brauche ich genauso gut, genauso wenig. Axt und Spitzhacke brauche ich. Und ich brauche dringend eine Schaufel. So, jetzt habe ich noch meine Schaufel. Schwert nehme ich auch gleich nochmal eins mit. Ich hoffe, ich lerne bald mal bessere Rezepte dafür. Und ich habe noch alle Mets, die ich brauche. Perfekt. Falsches Menü. Da rein. Und... es braucht noch ein bisschen Feingefühl, damit ich dieses Menü nicht permanent das Falsche aufmache. Hier haben wir noch ein paar Steine. Das nehme ich mal mit.
2 Schaufeln, das dürfte auch eine Zeit lang reichen. Saplings. Okay, perfekt. Ich habe auch Regenerationszeug dabei und nicht gerade wenig. Dementsprechend kann ich relativ gut mich jetzt auf den Weg machen. Sag mal, ist der Baum hier von alleine gewachsen oder habe ich den nur nie ausgebuddelt? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Grass, Wheat pflanzen wir auf alle Fälle an der Stelle. Meine Bäume pflanze ich da oben, wo ich meinen kleinen Wald angefangen habe. AKA jetzt meinen großen Wald angefangen habe. Boah, da habe ich Holz bis zum geht nicht mehr. Dich nehme ich auch gleich mit. Nein, ich wollte gerade nichts essen. Falsch. Besser. Ich weiß, dass diese Dinger hier zwar gerade relativ nah an der Base liegen würden, aber ich hätte das tatsächlich im näheren Umkreis gerne ein bisschen sortiert. Da das ordentlich dann schon um einiges besser ausschaut. Nicht wie in Ark. In Ark braucht man sowas nicht. Da muss das einfach nur tun. So. Dam, dam, dam. Und es ist Nacht. Gut, dass mein Charakter hier niemals schlafen muss, aber andererseits, ich bin auch ein Schneewesen aus einer Twisted-Version, wo Albträume kommen. Ich glaube, da könnte ich auch nicht wirklich schlafen. Wenigstens sind die Viecher noch absolut Freeload. Wenn die nicht mehr Freeload sind, glaube ich, dann wird's spannend. Hey, ich habe nochmal so ein Eskimo bekommen. Pew, 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 pew. Und das Viech ist auch schon tot. So, da ist noch ein kleiner Bereich in der Nähe, den ich nicht erforscht habe. Und ich will so ein Eisviech töten. Au. Verdammt. Au, Doppelau. What? Das hat mich jetzt während meinem Fallenbau wurde ich gerade unterbrochen. Deshalb habe ich jetzt CD drauf und habe meinen Mana dafür verloren. Wow, feels bad, man. Defense, increase Mana Crystals Regeneration Rate. Ich glaube, da haue ich tatsächlich auch als Bogenschütze bald mal einen Punkt rein. Weil meine Mana sich ja echt langsam regeneriert. Und mit echt langsam meine ich wirklich echt langsam. So. Ich bin mir nicht sicher, ob das so schlau ist, sich gleichzeitig mit 2 Viechern anzulegen, aber irgendwie fühle ich mich gerade danach. War eine schlechte Idee. War eine sauschlechte Idee. War eine richtig, richtig schlechte Idee. Aber eins davon habe ich schon mal gefahren. Wow. Oh mein Gott, schlägt das Vieh schnell zu. Ey. Alter, mein Charakter ist gerade stuck. Wow, mein Charakter war stuck. Ja, das ist eine gute Ausrede. Bin ich jetzt gerade in einem Part zweimal gestorben? Ich bin in einem Part zweimal gestorben. Und wir sind bei 22 Minuten. Perfekt, dann kann ich jetzt mein Haupt in Schande in diesem Bett vergraben. Trotz alledem, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Freut mich wirklich. Ja, lasst doch bitte ein Abo da, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Oder ein Like. Würde mich wie immer immens freuen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, schönen Abend. Schöne Nacht, keine Ahnung. Und ja, bis zum nächsten Part. Zumindest hoffentlich. Tschüss.